brauchen viel Liebe, dann freuen sie sich und kriegen neue Triebe. Oh, Baby, sieh mal, was du mit meinem Garten gemacht hast. Kusch, kusch. Das ist genau das richtige Muster. Es passt zu meinen Augen. Oh, du unartiger Welpi, was machst du da in meinem Garten? Du hast meine Tapete völlig ruiniert. Weg mit dir. Hier sind die Bücher, die ich ausgeliehen habe. Vorsicht, Schlaubi, das ist ein ganz heikles Experiment. Eine falsche Bewegung und wir fliegen in die Luft. Keine Sorge, Papa Schlumpf, ich werde ganz vorsichtig sein. Ups. Also brauchst du irgendwie Hilfe, oder? Warum gehst du nicht einfach nach draußen und passt auf, dass ich nicht gestört werde? Baby! Baby, hör sofort mit dem Gebuddel auf, hier ins Sperrgebiet! Oh, oh, Baby kriegt Papa Schlumpfs Garten um! Baby, ich befehle dir, dass du sofort mit dem Graben aufhörst! Du lieber Himmel, ich glaube, wir müssen Papa Schlumpf helfen! Das war nicht meine Schuld, Papa Schlumpf. Ich habe Welpi gesagt, er soll mit dem Buddeln aufhören. Das war nicht unsere Schuld. Wir wollten bloß, dass Welpi uns den Knochen bringt. Ich habe die Befürchtung, dieser Hund kann überhaupt nicht gehorchen. Oh nein, Papa Schlumpf, die meiste Zeit ist Welpi ganz brav. Und mir gehorcht er aufs Wort, das kannst du mir glauben. Halt! Welpi, bleib hier! Ja, ich sehe, was du meinst, Ned. Du hast diesen Zauberhund wirklich ganz erstaunlich gut im Griff. Ich sage dir, Papa Schlumpf, wenn Welpi nicht erzogen wird, wird er weiterhin eine Bedrohung für die gesamte Schlumpfgesellschaft sein. Halt, Welpi, bleib sofort stehen, mach Sitz ein, braver Hund, willst du wohl stehen bleiben? Der Damm sieht jetzt sehr gut aus, Handy. Ich glaube, ich mache ein Nickerchen. Nein, noch nicht, Fauli, wir brauchen noch ein paar Stämme mehr. Oh. Oh. End um euer Leben! Ich hasse es, um ein Leben zu retten. Gerade noch eben. Ja, danke, Handy. Du bist zu schnell für uns. Wir kriegen ihn nie zu fassen. Warum habt ihr die Töne nicht angeleint? Köstlich. Schlumpfbeerentrüffel sind mir die allerliebsten. Was dagegen, wenn ich mir noch einen nehme? Natürlich habe ich was dagegen. Sie sind auch mir die allerliebsten. Achtung, Baby kommt! Entschuldigt, wir haben versucht, euch zu warnen. Das Kaninchen hat Baby verrückt gemacht. Igitt, lass meine Trüffel in Ruhe. Oh, dieser Hund ist eine Pest. Ich werde es Papa Schlumpf sagen. Dieser Hund hat meiner drei Schlümpfe platt gemacht. Er hat 3 Dutzend Trüffel verputzt. Und mich hat er so geärgert, dass ich eine Stressfalte bekommen habe. Ihr habt völlig recht, meine Schlümpfe. Mit Baby muss irgendetwas geschehen. Entweder er lernt gehorchen oder er muss draußen vor dem Dorf angebunden werden. Armer Baby. Ich weiß was. Wir 4 müssen versuchen, Baby gutes Benehmen beizubringen. Also, ich würde sagen, das ist den Versuch wert. Komm schon, Baby, komm zu Onkel Ned. Kein Gassi gehen, kein Keks. Hey, das ist nicht fair, Baby. Du musst dir deine Belohnung verdienen. Gibt es Probleme? Dann würde ich empfehlen, mein Buch Ratschläge zur Hundeerziehung zu lesen. Lektion 1. Ein Knöchelchen, Baby! Hey, ich will mein Buch wieder haben! Oh, das tut mir leid, Schlaubi. Ich glaube, das hat er noch nicht gelernt. Haltet diese Pose, Farmi. Ich möchte ein Stilleben mit einem Melonenfeld. No, no, Farmi, nicht bewegen. Ratatouille, das Mistvieh hat das Stilleben kaputt gemacht. Ich hoffe nur, dass Welpi nicht noch mehr anstellt. Das war diese grässliche Töle, Papa Schlumpf. Oh, oh, zu spät. Das Mistvieh hat das Stilleben durchlöchert und die Melonen von Farmi hat es zu Saft zermatscht. Ich habe das Gefühl, dass Welpi sich vor dem Abrichten drücken will. Oh, bitte gib uns noch eine Chance, Papa Schlumpf. Er wird sich bessern, du wirst es schon sehen. Ja, bis jetzt sehe ich nur Katastrophen. Spring, Welpi, spring! Diese albernen Geräusche können eigentlich nur eins bedeuten, Azrael. Schlümpfe! Spring, Welpi! Spring hoch zu Onkel Ned! Guck doch mal, ich hab einen Keks! Ob er auch ohne Keks springen würde? Verflixt! Am Ende ist Welpi nur verfettet und faul. Wir sollten versuchen, ihm das Apportieren beizubringen! Ja, apportier den Knochen, Welpi, und bring ihn zu mir zurück!
eine Katastrophe. Ich gib's auf. Ganz egal, was Velpi abortiert, er macht immer das Gleiche. Ja, er bringt es immer nur ins Dorf zurück und gräbt es ein. So, also ihr elender Hund buddelt gern Sachen im Dorf ein. Hm, da schau her, das bringt mich doch sofort auf eine Idee, Azrael. Halt! Warum sich mit ein paar halbwüchsigen Schlümpfen abgeben, wenn wir das ganze Dorf haben können? Schnell jetzt, wir müssen nach Hause zurück. Dort wartet Arbeit auf uns. Ich bin ja gespannt, was die Schlümpfe sagen, wenn sie sehen, was Velpi bei uns gelernt hat. Ich hoffe, ihr habt ihm endlich das Apportieren beigebracht. Ich habe keine Lust mehr, seine Buddellöcher aufzufüllen. Dann passt mal alle auf. Auf den Rücken, Velpi. Bleib hier, Velpi. Halt. Moulin Rouge, das Biest läuft amok. Wir wissen schon, Papa Schlumpf. Velpi muss wieder die Schulbank drücken. Aber diesmal solltet ihr mein Buch vorher lesen. Ungezogene Welpen gegen den Rest der Welpen. Für den vierbeinigen Freund der Schlumpflinge ist mir nichts zu schade. Noch ein wenig richtungsweisendes Pulver dazu. Und schon funktioniert es, Azrael. Diese magische Zielanpeilungsroute wird uns auf direktem Wege zu dem Zauberknochen führen. Und wenn das Hundchen ihn ins Schlumpfdorf trägt, laufen wir einfach hinterher. Wir wollen's noch mal versuchen, Velpi. Los, auf den Rücken. Halt, Velpi, bei Fuß. Eine komische Art, ihn bei Fuß beizubringen. Dafür hat er einen Keks verdient. Bald werde ich meinen Sack mit ganzen Scharen von Schlümpfen füllen. Ja, in diesen Kessel passen gut und gerne 100 Schlümpfe. Und endlich kann ich die große Tranchierplatte benutzen, die Mami mir geschenkt hat. Diese sabbernde Schlumpfhöhle hat anscheinend unseren Köder. Unser Knochen ist unterwegs. Ich glaube, wir sind jetzt weit genug vom Schlumpfdorf entfernt. Wir können riskieren, Velpis Knochen zu werfen. Hoffentlich bringt Velpi ihn diesmal nicht ins Dorf zurück, um ihn zu vergraben. Ja, vielleicht bringt er ihn ja uns zurück, wie er es tun sollte. Velpi, bring's her. Na, was ist, Velpi? Willst du das Knöchelchen nicht bringen? Oh, er hat wahrscheinlich wieder sein altes Spielchen vor. Blöder Hund! Ach, schneller, Azrael, schneller. Dieses zottelige Vieh scheint tatsächlich unterwegs zu sein. Aber es nimmt offensichtlich einen langen Nachhauseweg. Oh, jetzt habe ich einen Splitter unterm Nagel. Dank für die Hilfe, Schlaubi. Das Labor ist blitzsauber. Oh, keine Ursache, Papa Schlumpf. Wie ich immer zu sagen pflege, Sauberkeit kommt gleich nach Schlumpfigkeit und außerdem... Halt, aufhören, Velpi. Entschuldigung, tut uns leid, Papa Schlumpf. Das tut es mir auch, Schlaffi. Aber von jetzt an muss Velpi draußen vor dem Dorf bleiben. Ach bitte, Papa Schlumpf, lass es uns noch einmal mit ihm versuchen. Papa Schlumpf hat recht, es gibt keinerlei Beweise, dass Velpi irgendetwas gelernt hat. Wahrscheinlich habt ihr keinen Gebrauch von meinem Buch gemacht. Hallo, na, was sagt ihr nun? Aber wie hat er unser Dorf gefunden, Papa Schlumpf? Jeder Hund findet mal einen Knochen, Schlümpfe, und dank eures Welpen hab ich meinen gefunden. Haha! Ich freue mich ja so, dass ihr es zum Essen geschafft habt. Also, was soll ich machen, Azrael? Schlumpf Eintopf oder Schlumpf Schaschlik? Beides? Tja, warum eigentlich nicht? Ich habe ja genug Schlümpfe. Steak Flambé, diesmal sind wir dran, Papa Schlumpf. Keine Sorge, meine kleinen Schlümpfe, mir wird schon etwas einfallen, hoffe ich. Eine Prise Salz, etwas Öl. Oh, das wirst du noch bitter bereuen, du widerlicher, gemeiner Hexer, du! Wer sollte euch denn jetzt noch helfen? Ja, Azrael, wir brauchen noch etwas Holz. Wir wollen doch nicht, dass unsere Schlümpfe nur halbgar werden. Aber Schlumpf, ich bin noch zu jung, um ein Hauptgericht zu sein. Da ist Velpi. Er wird uns zur Flucht verhelfen. Ich wünschte, dass er das könnte. Ich weiß, dass er es kann. Velpi, spring! Und jetzt auf den Rücken!
Was soll das für eine Dressurleistung sein? Ich hatte gehofft, das würde den Käfig öffnen. Wir haben die Chance, wenn Velpi den Schlüssel apportiert. Hast du gehört, Velpi? Bring den Schlüssel. Jawohl, Velpi, so ist richtig. Braves Hundilein. Fertig zum Essen, meine kleinen blauen Prachtstücke. Verdammt, du tollpatschige Katze! Ja, au! Ah. Danke für die Einladung, Papi Gargamel, aber wir gehen auswärts essen. Oh, ich hasse Schlümpfe und ich hasse Haustiere, aber am meisten hasse ich diese feige Katze Azrael. Herzlichen Glückwunsch, Schlumpflinge. Ihr habt Velpi so gut erzogen, dass er uns vor Gargamel gerettet hat. Gut gemacht, Velpi. Und um dir unseren Dank zu zeigen, ist hier ein Porträt von Velpi und seinen großartigen Trainer. Und ein nagelneuer Knochen. Guck dir Wiegel. Ist ja gut, Velpi. Also, Papa Schlumpf, du könntest wenigstens erwähnen, dass es meinem Buch Ungezogene Welpen gegen den Rest der Welten zu verdanken war, dass aus dem unartigen Velpi ein artiges, liebes Welp... Hey! Ah, dieses Dorf geht wirklich langsam vor die Hunde.